Je näher Animal Crossing New Horizons kommt, desto mehr und mehr Informationen bekommen wir langsam zu dem Spiel. Neben neuen Dingen wie Treppen, dem Sprungstab oder selbstplatzierbare Zäune gibt es erstmals in einem Animal Crossing Spiel auch Online-Multiplayer für bis zu 8 Spieler. Mit dem Online-Gehen der New Horizons Website sind nun auch mehr und mehr Informationen bekannt geworden, wie dies vonstatten gehen wird, wie viele gleichzeitig an einer Konsole spielen können und ob man ebenfalls gemixt online und offline an einer Konsole spielen kann. Entsprechend dachte ich mir, ich arbeite diese Informationen mal handlich für euch auf. Daher gehen wir die Fragen doch gerade mal einzeln durch. Nummer 1. Braucht man eine Nintendo Online-Mitgliedschaft, um online spielen zu können? Ja, man braucht eine Nintendo Online-Mitgliedschaft. Diese kostet euch entweder 4 bis 5 Euro pro Monat, 20 Euro im Jahr oder ihr könnt sie verbilligt mit ein paar Familienmitgliedern im Familienpaket erwerben. Ohne diese Mitgliedschaft könnt ihr nicht online spielen. Allerdings ist offline mit Freunden an einer Konsole oder im lokalen Modus mit mehreren Switches weiterhin möglich. Nummer 2. Wie viele können an einer Konsole spielen? Es gibt nur eine Insel für die gesamte Switch-Konsole und jeder neue Bewohner muss ein separates Switch-Profil anlegen. Insgesamt können 8 Profile einen Bewohner auf dieser Insel haben. Jedoch kann, ich wiederhole, nur eine einzige Insel auf der Konsole existieren, egal wie viele dieser Profile ein eigenes Spiel besitzen. Von diesen 8 Profilen können maximal 4 gleichzeitig an einer Konsole offline mit 4 Joy-Cons spielen. Der Spieler kann dabei die App auf seinem Handy nutzen, um andere Bewohner der Insel anzurufen. Dabei erhält dieser Spieler den Anführerstatus. Besagtem Spieler folgt dann die Kamera, während die anderen sich auf dem verfügbaren Bildschirm frei bewegen und Aktionen vollführen können. Sollten diese jedoch aus dem Kamerabereich rauslaufen, werden sie automatisch in den Sichtbereich zurückteleportiert. Nummer 3. Wie viele können online zusammenspielen? Das Spiel unterstützt bis zu 7 Besucher auf einer Insel, sodass insgesamt 8 Spieler auf einer Insel herumlaufen können. Jeder dieser Besucher benötigt eine Nintendo Online-Mitgliedschaft. Solltet ihr diese selbst nicht besitzen, könnt ihr nicht mit anderen zusammen online spielen, auch wenn eure Freunde eine besitzen sollten. Online andere Spieler besuchen oder besucht werden ist ohne diese Mitgliedschaft daher nicht möglich. Diese Mitgliedschaft kostet wie gesagt 4 bis 5 Euro pro Monat oder 20 Euro für ein ganzes Jahr. Wenn ihr in der Familie oder in der Freundesgruppe mehrere Switch-Konsolen besitzt, könnt ihr allerdings ein Familienabo für 35 Euro pro Jahr abschließen und diese unter 7 Leuten aufteilen. Dies ist zwar jetzt nur Theorie, allerdings hat man im Key Art des Spiels einen neuen Dodo-Charakter, der die Dodo Airlines leitet, gesehen. Dies lässt aufgrund der Insel und des Reisethemas darauf schließen, dass wir diesen Charakter ansprechen müssen, um unsere Insel zugänglich für Freunde zu machen und diese durch ihn auf unsere Insel per Flugzeug gelangen werden. Kurzum, ihr könnt mit 7 Freunden zusammen auf einer Insel spielen. Diese können, wie ihr, Materialien sammeln, Objekte craften oder einfach nur die Insel erkunden. Und sind, da sie auf einer eigenen Konsole spielen, nicht auf euren Kamerabereich beschränkt. Ob ihr an einer Konsole als lokale Gruppe startet und später dann noch Online-Spiele hinzufügen könnt, ist allerdings nicht bekannt. Nummer 4. Kann ich meine Insel auf eine andere Konsole mitnehmen? Gibt es Cloud-Saves? Beide Fragen werden mit Nein beantwortet. Auf dem Download-Flyer des Spiels wird spezifisch darauf hingewiesen, dass sowohl nur eine Insel pro Konsole existieren kann, als auch, dass User- und Speicherdaten nicht zwischen Konsolen übertragen werden können. Das bedeutet, falls ihr speziell zum Beispiel eine große Switch für zu Hause und eine Switch Lite für unterwegs besitzt, könnt ihr eure Insel und Speicherstände nicht zwischen den beiden Konsolen übertragen. Genauso wurde zur E3 schon bestätigt, dass keine Cloud-Saves existieren werden, um Cheating und Zeitmanipulation zu verhindern. Das bedeutet, solltet ihr auf eurer jetzigen Switch mit einem Spiel anfangen und später auf eine andere Switch wechseln wollen, sind euer Charakter an eure Insel nicht übertragbar und ihr müsst von vorne anfangen. Und das sind soweit alle Informationen, die ich rauslesen konnte, glaube ich. Und es ist leider so ein bisschen gemixte Gefühle, die sich bei mir da auftun, wenn ich ehrlich sein soll. Einerseits ist es immens cool, dass sie wirklich, wirklich hart an dem Multiplayer-Modus zu arbeiten scheinen und wir halt bis zu 8 Charaktere auf einer Insel haben können, welche alle unabhängig voneinander interagieren können und agieren können und Dinge machen können. Weil zum Beispiel New Leaf war ja auf 4 Spieler beschränkt, welche alle nur dann agieren konnten, wenn der Hauptspieler irgendwas gemacht hat. Und generell konnte man als Besucher auf einem Dorf nicht so wirklich viel machen. Allerdings scheint die Möglichkeit der Interaktion in New Horizons wirklich angestiegen zu sein. Und das ist ehrlich gesagt ziemlich cool. Dass alle jetzt Nintendo Online benötigen werden, ist jetzt eigentlich auch keine große Überraschung. Daher, was allerdings ziemlich fatal ist, ist, dass tatsächlich nur eine Insel pro Konsole existiert. Das halte ich für eine sehr, 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 sehr schlechte Entscheidung. Vor allem gibt es auch technisch gesehen keinen Grund, warum das so gemacht werden musste. Ich meine, jedes andere Spiel auf der Switch
behandelt jedes Profil, was man erstellt, als eigenständiges Ding und nicht als geteilte Geschichte für eine ganze Konsole. Und Animal Crossing New Horizons ist jetzt das erste Spiel, das die ganze Konsole als einzelnes Ding behandelt und jedes Profil als neuen Spieler. Und das ist so ungewöhnlich einfach. Ich frage mich daher auch, warum man das gemacht hat. Ich meine, in New Horizons ging es ja auch so, dass man ein 3DS haben konnte und dann hat man im Spiel einfach neue Spieler angelegt und die haben dann einfach in dem Dorf gewohnt und dann musste man halt im Spiel selber die ganzen Bewohner auswählen, die man halt spielen wollte. Und warum hat man das in New Horizons nicht ebenfalls so gemacht, dass man einfach auf einem Profil mehrere Spieler anlegen kann und dann mit einem neuen Profil eine neue Insel erstellen kann, wenn man wollen würde? Das ist so verwirrend und kompliziert und ich verstehe nicht warum, aber das kommt von der Firma, die uns die Nintendo Online App gebracht hat, die man sich fürs Handy downloaden konnte, worüber man den Voice Chat nutzen soll, der ebenfalls unglaublich verwirrend ist. Daher prinzipiell sollte ich mir nicht an den Kopf fassen, warum man sowas tut, aber ich tue es einfach trotzdem, weil ich mir einfach denke, why, Brudi? Das macht alles keinen Sinn. Und richtig fatal ist einfach der Fakt, dass man seine Save States und seine Insel nicht kopieren kann. Das ist unfassbar unverständlich für mich. Besonders jetzt mit dem Release der Animal Crossing Switch, welche so hübsch ist. Ich erwarte, dass diverse Leute wahrscheinlich einfach sich die Switch auch nach Release von Animal Crossing New Horizons kaufen werden. Und die werden dann nicht in der Lage sein, diese neue Switch zu nutzen, weil sie ihren Save State schlicht und ergreifend nicht kopieren können. Und das ist so komplett unverständlich, weil selbst der 3DS, eine 200 Jahre alte Handheld-Konsole, war in der Lage, die ganzen Save States von einer Konsole auf die andere zu portieren. Das hat dann zwar die andere Konsole gelockt, das bedeutet, ihr konntet eure ganzen Daten nicht mehr auf die andere Konsole zurückkopieren, aber das haben, glaube ich, auch echt dann nur die wenigsten gemacht. Und hier mit New Horizons auf einer Konsole im Jahr 2020 seid ihr nicht in der Lage, auch nur ein Save State von einer Konsole auf die andere zu bewegen. Das heißt, wie gesagt, wenn ihr eine Hauptswitch besitzt und eine Switch Lite für unterwegs, könnt ihr eure Speicherstände nicht einfach mal rüber kopieren. Und ebenfalls gibt es keine Cloud-Saves, was ich glaube ich in einem früheren Video auch schon angesprochen habe, dass das eine besonders für Animal Crossing eine sehr tragische Entscheidung ist. Ich meine, ja, die Möglichkeiten fürs Cheaten wären dann gegeben, dass man einfach sagt, okay, ich probiere was aus, lade vorher meinen Spielstand in die Cloud und dann hat das nicht geklappt und ich lade meinen Spielstand einfach wieder runter. Oder ich dupliziere einfach Items, indem ich einfach meine Freunde einlade, denen ein Item gebe, meinen Speicherstand wieder runterlade aus den Cloud Saves und denen wieder das Item gebe, bla. Aber dann denke ich mir so, wer cheaten möchte, wird es sowieso tun. Die Leute kannst du nicht davon abhalten. Du kannst es zwar schwerer machen, aber die werden trotzdem irgendwo ein kleines Loch finden, wo sie ihrem Cheating-Verlangen nachgehen können. Und alles, was hier passiert, ist, dass man einfach die Leute, die das Spiel einfach normal spielen möchten, dass man denen einfach ein super krasses Bein in den Weg stellt. Und das muss halt einfach nicht sein. Wenn also jetzt eure Switch kaputt gehen sollte, ist eure Stadt weg. Wenn ihr euch eine neue Switch kaufen möchtet, ist eure Stadt weg. Wenn ihr eine Switch Lite besitzen darauf spielen möchtet, könnt ihr das nicht machen, weil man die Saves nicht übertragen kann. Also, das ist absolut unverständlich für mich und ich verstehe nicht, warum das so implementiert wurde und ich hoffe ganz doll, dass da in Zukunft irgendwas geregelt wird, dass das irgendwie machbar ist, weil es kann nicht sein, dass ihr ein Spiel, welches darauf ausgelegt ist, dass man das hunderte Stunden spielt, einfach opfern müsst, wenn irgendwann die unweigerliche Switch Pro herauskommt und Leute darauf einfach wechseln möchten. Aber ja, insgesamt, ich freue mich immer noch ganz doll auf das Spiel und ich freue mich ganz doll darauf, mit euch zusammen im Online-Multiplayer spielen zu können, weil ich glaube, das wird in dem Spiel wirklich immens cool. Aber die unglaublich krassen Downsides, welche sich jetzt über die letzten Tage präsentiert haben, sollte man ebenfalls nicht ignorieren. Und was kann man tun? Höre ich euch da fragen. Und das Beste, was man tun kann, ist, sich bei Nintendo.de auf Twitter zu melden und denen zu sagen, so höflich wie möglich möchte ich anmerken, dass ihr Cloud Saves möchtet, dass ihr in der Lage sein möchtet, euren Speicherstand zwischen zwei Konsolen zu übertragen, dass ihr eure Stadt nicht verlieren möchtet, wenn eure Konsole kaputt geht oder ähnliches. Wenn Nintendo irgendwas auf Instagram postet, postet in die Kommentare. Ebenfalls, so höflich wie möglich. Ich möchte Cloud Saves haben für Animal Crossing. Ich möchte in der Lage sein, meine Stadt zu kopieren auf eine andere Konsole. Wenn Nintendo was auf Facebook postet, postet in die Kommentare, so höflich wie möglich.
Ich möchte nicht sehen, dass die Leute anfangen rumzuflamen und rumzustänkern und anfangen Beleidigungen um sich zu werfen. Das will ich, dass es ganz zivil und höflich abläuft. Dass ihr da postet. Ich habe euch 60 Euro für dieses Spiel gegeben und möchte Cloud-Saves haben. Ich möchte in der Lage sein, meine Insel auf eine andere Konsole zu übertragen. Ich möchte keinen Spielstand, an dem ich hunderte Stunden gespielt habe, auf eine Konsole gelockt haben. Bitte macht es möglich. Zwar ist das so ein Ding, dass ich als Deutscher jetzt Deutschen sage, dass sie in Deutschland sagen sollen, dass sie als Deutsche diese ganzen Features haben möchten. Allerdings ist das ebenfalls eine Message, die ich aus anderssprachigen Ländern ebenfalls schon vernommen habe. Wo ich ebenfalls gesehen habe, dass zum Beispiel Amerika den Nintendo Amerika Twitter antweeten soll mit: Wir wollen Cloud Saves haben, wir wollen in der Lage sein, unsere Insel zu übertragen. Und nur wenn man als Spieler seine Stimme hörbar macht, ist es möglich, solche Wünsche Wirklichkeit werden zu lassen. Entsprechend kann ich hier nur noch mal sagen, wenn ihr möchtet, dass diese Dinge möglich sind, müsst ihr Nintendo da auch Bescheid sagen. So höflich wie möglich und ohne Beleidigung, bitte. Ansonsten, ja, das wäre so alles, was so ich zu dieser ganzen Online-Geschichte sagen kann. Es ist definitiv vom Konzept her ganz cool, aber es hat ein paar krasse Downsides, die ich halt einfach nicht ignorieren kann. Was ist eure Meinung zu dieser ganzen Geschichte? Postet sie gerne in die Kommentare und falls ihr mehr Animal Crossing New Horizons Stuff möchtet, dann lasst für Infovideos hier ein Abo da und auf meinem Let's Play Kanal ein Abo, wenn ihr Let's Plays zu Animal Crossing sehen möchtet. Daher danke ich für eure Aufmerksamkeit und ich hoffe, ich sehe euch alsbald wieder. Bis später!